Almanya genelinde Alman Sendikalar Birliği öncülüğünde rota değişikliği adı altında 1 Eylül'den 13 Kasım'a kadar bir dizi eylemler örgütlendi. Bu eylemlerden biri Perşembe günü finans merkezi Frankfurt'ta gerçekleşti. Alman Sendikalar Birliği'ne bağlı değişik sendika kollarından işçi ve emekçilerin katıldığı gösteride, hükümetin tasarruf planları çerçevesinde emeklilik yaşını 67'ye çıkarması protesto edildi. Eylemlere özellikle gençlerin yoğun katılımı gözlenirken, köprü üstüne asılan "Sosyal olmayan politikalar gençleri yarı yolda bırakıyor" dev pankartı dikkat çekti. Eyleme katılan işçi ve emekçiler, "Yarından korkuyorum, işsiz kalmaktan korkuyorum. Zenginler hep kurtarılıyor, zayıflar ödüyor. Emeklilik yaşı 67 mi? Hayır" şeklinde pankart ve dövizler taşıdılar. İnsanlar gerçekten zor şartlarda yaşıyor, zor şartlarda çalışıyorlar. Şimdi bu yetmemiş gibi bir de hükümetin 67 yaşından sonra emekli olma planı gerçekten insanlığa aykırı. Bir kriz yaratıldı. Bu krizi işçilerin üzerinden aşmaya çalışıyorlar. Krizi tabana yansıttılar. Zaten her zaman bütün bu krizlerin yükleyicisi, sorumlusu hep işçiler oluyor. Alt seviyedekiler oluyor. En doğru yol ezilenlerin ezenlere karşı mücadele etmesinden geçiyor. ...67'ye kadar çalışmak bir sanayide çalışan işçi için çok ağır. 3 vardiye, 4 vardiye, 5 vardiye çalışılıyor. Dolayısıyla bu emeklilik yaşının aşağı düşmesi lazım. Ve her tarafta fiyatlar artırılıyor, işçilerin ücretleri azalıyor. Yaşam gittikçe zorlaşıyor. Mücadele etmemiz gerekiyor, örgütlenmemiz gerekiyor. Örgütlendiğimiz sürece, mücadele ettiğimiz sürece doğru talepler doğrultusunda yürüdüğümüz sürece, insanlarla bir terk ettiğimiz sürece bence böyle bir korkunun yersiz olduğuna inanıyorum. Sie haben es ja bereits richtig erkannt. Ganz klar, der Lobby ist es von der Atompolitik bis hin zur Gesundheit. Diejenigen, die an dem großen Hebel sitzen, die verdienen an diesem Sparpaket und wir als kleine Bevölkerung gehen dabei leer aus. Wie gesagt, Demokratie und Sozialstaat gehören zusammen. Kippt das eine, kippt auch das andere. Wir sehen es doch. Hier ist Hans-Wilke Witte. Wir sind hier bei der DGB-Demo hier in Frankfurt am Main. Neben mir steht Hannes Rosenbaum. Er ist Regionalleiter von der Industriegewerkschaft Bau und Agrar Umwelt hier in Hessen. Hannes, was macht der DGB hier? Was sind die Absichten mit dieser Demonstration? Der DGB hat sich hier zusammengefunden mit seinen Einzelgewerkschaften, um gegen viele Dinge zu demonstrieren. Aber vorrangig gegen Rente mit 67, gegen die Sparbeschlüsse des Bundestages. Und wir wollen für eine soziale Welt eintreten. Was für eine Rolle spielen die Gewerkschaften in dieser Bewegung? Die Gewerkschaften spielen, glaube ich, eine zentrale Rolle in dieser Bewegung. Aber es gibt natürlich auch Verbündete, nicht nur Gewerkschaften, sondern ganz viele andere soziale Gruppen haben sich hier auch zusammengefunden. Man findet Vertreter, die sagen, so nicht weiter mit uns. Hannes, was meinst du, was hinter diesem Sozialabbau steckt? Was sind die Motive? Ja, die Motive sind natürlich klar. Mit diesem Sozialabbau soll etwas bewirkt werden, was vor einiger Zeit bereits eingeleitet wurde. Nämlich, dieser Sozialabbau wird zu einer weiteren Umschichtung führen in dieser Gesellschaft. Reiche werden immer reicher, Arme werden immer ärmer. Und es müssen natürlich auch Verluste, die eingefahren worden sind, während des Bankencrash wieder ausgeglichen werden. Es ist ja nun in der Öffentlichkeit, wird immer wieder dieser Vorwurf laut, dass es sich hier um Klientelpolitik handelt von Schwarz-Gelb. Ist das nachweisbar oder stimmt das, dass die Aussagen, die sich dagegen wehren, dass es Klientelpolitik wäre? Also ich denke, dass es Klientelpolitik ist, liegt offen auf der Hand. Wenn wir die Atombeschlüsse uns angucken, die in den letzten Wochen, Monaten gefallen sind, ist es doch mehr als deutlich, für welches Klientel diese Bundesregierung steht. Wird die IGBAU offiziell aufrufen, am heißen Herbst teilzunehmen?
Aber auf jeden Fall, wir sind dabei. Wir sind mitten im heißen Herbst und wir sind seit Monaten in den Betrieben. Und wir werden auch nicht aufhören. Dieser Herbst darf im Herbst nicht vorbei sein. Es muss einen heißen Winter und auch ein heißes Frühjahr geben. Wir werden nicht aufhören mit dieser Bewegung und hoffentlich mit vielen, vielen Mitstreitern, bis wir eine Änderung dieser unsozialen Politik in diesem Land bewirkt haben. Vielen Dank. Das war Hannes Rosenbaum. Ich war Hans-Wilke Witte hier aus Frankfurt am Main von der DGB-Demo, die Eröffnungsveranstaltung vom heißen Herbst. Vielen Dank. Schulbedarf für Kinder. Noch immer ist der Krieg Kinderrecht.